Willkommen zum zweiten Interview der Interviewreihe. Dieses Mal sind wir bei der SPD. Hi, Bijan Kaffenberger, 29 Jahre alt, bin der Direktkandidat der SPD in Darmstadt im Süden und in ein paar Landkreiskommunen, also Bessungen, Eberstadt, Heimstätte, Rostorf, Oberramstadt, Moda, Tal, Mühltal. So. Genau, und ich bin der Tim Huss, ich bin 26 Jahre alt, der jüngste SPD-Kandidat, der hier in Hessen versucht, in den Landtag zu kommen. Ich habe den gesamten Darmstädter Norden, also alles nördlich von dem, was Bijan gesagt hat, Stadtmitte, Wuchsviertel, Waldkolonie und bis nach Heiligenwixhausen hoch. Gut, dann fangen, also ich habe jetzt erstmal 5 Fragen allgemeine, die stelle ich jeder Partei. Die erste, erstmal, warum sind Sie Politiker? Na, ich bin gar nicht so sehr über die SPD in die Politik gekommen, sondern eher über die Schülervertretung. Einfach viele Sachen im Bildungssystem nicht gut gelaufen sind. Gerade Menschen aus dem Haushalt, wo jetzt die Eltern nicht schon Akademiker sind, haben sich wirklich geschafft und das hat mich eigentlich immer massiv gestört. Bin ich in die Schülervertretung gegangen, war Landesschulsprecher knapp 1,5 Jahre, habe, glaube ich, einen kleinen bescheidenen Teil dazu beigetragen, dass G8 abgeschafft worden ist, habe Inklusion vorangebracht. Aber es ist immer noch nicht alles gut, also muss ich jetzt selbst kandidieren, um das zu machen. Ich war auch in der Schülervertretung aktiv, tatsächlich. Das ist so, scheint so der übliche Weg zu sein. Bei mir war es aber, glaube ich, eher nochmal was anderes. Also ich hatte so das allgemeine Gefühl, dass sehr viele junge Leute sich nicht mehr für Politik interessieren und ich wollte so ein bisschen jungen Menschen zeigen, dass man noch was verändern kann und das kann man ja am besten, ich sag mal, direkt vor Ort bei sich zu Hause und so kam es halt, dass ich in die Kommunalpolitik gegangen bin und seit 2011 schon in der Gemeindevertretung Rostorf bin und wir haben uns da wirklich über die kleinen Projekte nach oben gearbeitet, sei es jetzt irgendwie Renovierung des Jugendzentrums oder irgendwie Instandsetzung des Beachvolleyballfeldes und solche Dinge so und dann war ich mal drin und ja, habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das vielleicht genau das Richtige für mich ist. Die Frage, 3 Schlagwörter zur SPD. Zukunft. Wir sind hier ja vor Ort, also jung. Nein, noch dynamisch. Ja. Okay, gut. Frage, was stört dich so am meisten an der SPD? Muss nicht viel sein. Es gibt ja auch ganz wenig, was mich stört. Nein, also natürlich würden wir uns von der Bundesebene ein bisschen mehr Rückenwind wünschen. Gerade für den Landtagswahlkampf sind junge Kandidaten und müssen uns manchmal für das rechtfertigen, was vor 15, 15, 20 Jahren passiert ist. Das geht mir zunehmend auf den Sack. Aber auch da sage ich auch ganz offen, Agenda war sicherlich nicht alles richtig. Müssen wir einiges korrigieren. Und ich würde mir auch wünschen, die SPD könnte ihre Erfolge manchmal etwas besser verkaufen und auch manchmal etwas offensiver gegenüber der CDU und vor allem der CSU eintreten. Weil das, was Seehofer gerade macht, da brauchst du eigentlich mal eine klare Ansage. Und das heißt auch notfalls der Koalitionsbruch. Weil so ein Typ kann man in einer seriösen Regierung nicht gebrauchen. Ja, also vieles von dem, was Tim gesagt hat, ist natürlich richtig. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es auch die SPD ausmacht, dass sie so ein bisschen selber mit sich hadert. Aber ich glaube, wir... Genau. Unsere Aufgabe ist es aber jetzt tatsächlich eben, diesen Erneuerungsprozess eben weiter fortzuführen und zu begleiten. Ich glaube, dass wir halt hier einen guten Anfang damit gemacht haben, indem wir halt eben junge Menschen irgendwie zur Kandidatur bringen. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, dass das nicht überall so passiert, aber da, glaube ich, können wir, also auch im besten Fall natürlich als gewählte Abgeordnete, was dazu beitragen. Und das wäre, glaube ich, so das, was mich am meisten so im Moment an der SPD besorgt, dass wir quasi diese Erneuerung nicht flächendeckend schaffen. Politik wird ja oft als humorlos, langweilig bezeichnet. Ich glaube, ihr habt genau die Typen für humorlos. Nee, ich finde auch, das ist wichtig. Ich finde auch wichtig, dass du hier so ein ernstes Format anbietest, eben, um junge Leute zu zeigen, dass Politik sehr langweilig ist, sehr ernst und vor allem bieder. Und das ist gut und das muss auch auf jeden Fall so bleiben. Ja. Also wenn Politik attraktiver wird, das kann eigentlich nicht funktionieren. Also dann würden die Leute noch zur Wahl gehen am Ende oder würden sich YouTube-Videos anschauen. Das würde auch niemand generell dafür interessieren. Also davon raten wir raten auf jeden Fall davon ab, sich für Politik zu interessieren. Ja, mach das nicht. Das ist sehr frustrierend und macht überhaupt keinen Spaß. Wenn wir schon bei Spaß sind, absolute Mehrheit. Oh, klar. Was würdet ihr machen, wenn ihr die hättet? Ich hätte erstmal ein bisschen Angst. Aber das Erste, was wir, glaube ich, machen, ist im Bildungsbereich da den massiven Reformstau auflösen. Also wir gehen gerade sehenden Augen in den Abgrund, was die Lehrerversorgung betrifft.
Und deshalb werden Märchen erfunden, so das Märchen von der 105-prozentigen Lehrerversorgung, das Märchen, dass kein Unterricht ausfällt, wo jeder, der mit Schule was zu tun hat, weiß, dass das nicht stimmt. Und da müssen wir jetzt anfangen, mehr Lehrkräfte auszubilden, an den Unis mehr Plätze schaffen. Wir müssen auch zumindest übergangsweise Qualifizierung von Seiteneinsteigern fokussieren. Aber wir müssen natürlich auch dieses elende Geschichte mit den befristeten Lehrerverträgen, dass Lehrer tatsächlich, das passiert in Hessen, zu Beginn der Sommerferien gefeuert und am Ende der Sommerferien wieder eingestellt werden. Grundschullehrkräfte werden schlecht bezahlt, also die Lehrerversorgung müssen wir richtig ran. Das wird so deutlich, fordert das auch nur die SPD, und das wäre natürlich am schönsten, mit absolut mehr direkt umzusetzen. Ich finde, wenn wir eine absolute Mehrheit hätten, bräuchten wir auch absolut mehr Wohnungen, absolut mehr Digitalisierung. Also wir haben, die Zahl der Sozialwohnungen hat sich unter der CDU in den letzten 19 Jahren halbiert, weil die alle aus der Sozialbindung fallen. Also brauchen wir mehr davon und eine längere Sozialbindung, so, das ist ganz klar. Und ich glaube auch, dass Hessen mehr kann im Bereich Digitalisierung. Ich meine, wir haben eine Digitalstadt mit Darmstadt, die meiner Meinung nach aber auch auf die Region ausgeweitet werden müsste, weil wir halt nicht nur Leute haben, die in Darmstadt wohnen, sondern auch in den Kommunen drumherum. Und da sind auch viele Leute, besonders auch junge Menschen, die, glaube ich, auch ein Interesse daran haben, irgendwie, dass ihre Region digitaler wird. Ja. Der Bouffier hat nämlich vor 2 Jahren oder so auf dem Digitalgipfel so als große Neuerung erkündigt: Wir wollen flächendeckendes Internet bis 2021. Das war so die große Message beim Digitalgipfel, wo so nur so Freaks saßen, die ganzen Anwendungen auch schon kennen und die wissen, wo die Probleme sind. Also das zeigt auch so ein bisschen, dass gleich so eine gewisse Digitalkompetenz dem Landtag ganz gut tun würde. Und Bijan und ich kommen beruflich beide so aus dem Bereich Digitalisierung, und von daher werben wir auch bei der Community. Weil da muss die Politik unterstützen, aber natürlich auch regulieren. Dann kommen wir jetzt zu den Zuschauerfragen. Genau. Und die erste Frage ist an dich, und zwar wegen Tourette-Syndrom. Das hat man ja vielleicht jetzt auch gemerkt. Wer hätte es gedacht? Genau. Und zwar ist die Frage, gibt es da von Mitkollegen, also von anderen Politikern, gibt es da vielleicht doch mal, ich sag mal, böse Worte dazu oder irgendwas? Ich glaube, es gehört zum guten Ton, dass man das nicht tut. Ich kenne eine Partei, die hält es ja nicht so im guten Ton, aber von denen habe ich bisher auch noch nichts gehört. Also ich glaube, die meisten, wenn sie irgendwie sich was dazu denken, dann behalten sie es jedenfalls für sich. Heißt es halt, die SPD hat keine, ich sag mal, keine feste Wählerschaft mehr. Natürlich sind noch so 17-18% nach aktuellen Umfragen. Aber man sagt oft so, die Arbeiter, die gehen jetzt mehr zur Linke. Die Grüne ist mehr so das Linke von der CDU und so weiter. Konservativ ist die CDU, CSU, bla bla. Also, wen wollt ihr überhaupt noch erreichen? Alle, oder wie, gibt es da eine Gruppe? Also es ist schon, das sage ich mal so, bei der Arbeiterschaft, die aber übrigens auch sehr am Schrumpfen ist, wir nicht mehr den Rückhalt haben, den wir früher hatten. Weil ich so für Darmstadt sagen kann, dass wir unglaublich viel auch mit Betriebsräten machen. Also es geht kaum einen Tag, wo ich mich nicht mit irgendeinem Betriebs- oder Personalrat zusammensetze. Bijan und ich waren auch schon bei den Gewerkschaften unterwegs, sind aber grundsätzlich immer bei Gewerkschaften unterwegs, jetzt nochmal ein bisschen stärker. Und das ist schon immer noch so ein Stammklientel, Arbeit und auch Zukunft der Arbeit. Gleichzeitig haben wir immer noch den Anspruch, Volkspartei zu sein. Das heißt nicht, dass wir jetzt unbedingt so 40, 50, 80% bekommen müssen, sondern dass wir viele gesellschaftliche Schichten auch ansprechen. Und deshalb sind wir natürlich auch bei den Angestellten, bei den Beamten unterwegs. Gleichzeitig sagen wir aber auch ganz klar, was wir wollen. Und Gerechtigkeit heißt durchaus auch, manchen, die sehr viel Geld haben, ein bisschen was wegzunehmen, damit wir in Bildung investieren können, damit wir in Mobilität investieren können, damit wir in Wohnraum investieren können. Und selbst viele Menschen, die Geld haben, wissen, dass das in Ordnung ist. Die wollen diesen Beitrag auch leisten. Von daher glaube ich, wenn wir da einen klaren Standpunkt haben, können wir auch viele gesellschaftliche Schichten erreichen. Ihr habt ja den Mindestlohn eingeführt. Also ihr wart dafür verantwortlich, sagen wir es mal so. Ja, unsere Initiative ist genau passiert. Ja. Und es gibt ja auch andere Vorschläge, wie zum Beispiel staatliche Zuschüsse, also und dann Abschaffung des Mindestlohns etc. Ich sehe keinen Grund, den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn abzuschaffen. Hat sich bisher als Erfolg erwiesen. Alle Prognosen von, ich sag mal, den Konservativen oder auch der FDP damals, dass das Arbeitsplätze kostet, dass das die Wirtschaft irgendwie vor Probleme stellt, sind nicht eingetroffen. Ganz im Gegenteil, wir müssen eher dafür sorgen, dass es immer noch in den Bereichen, wo der Mindestlohn unterlaufen wird, am Bau zum Beispiel oder in der Gastronomie flächendeckend erstmal durchgesetzt wird, bevor wir uns über irgendwas anderes unterhalten können. Und
Die Mindestlohnkommission tagt jetzt ja nach wie vor regelmäßig und ist für die Anpassung verantwortlich. Und das finde ich auch legitim, das eben quasi mit einem Gremium zu lösen. Weil ich glaube nicht, dass die Politik immer die Löhne festsetzen muss, sondern wir haben ja in Deutschland Tarifautonomie und die Gewerkschaften und die Arbeitgeber kriegen das schon hin. Und so ist es ja beim Mindestlohn mit dieser Kommission auch. Die ist ja auch durch mehrere Parteien und Akteure besetzt. Und ich glaube, dass man an dem System nichts ändern muss, sondern eher dafür sorgen muss, dass er tatsächlich auch überall gezahlt wird. Wenn ich noch einen Satz vielleicht dazu sagen darf, weil das ist genau den Vorschlag, nicht über Mindestlohn, über Zuschüsse lösen. Das kommt eigentlich immer so vor den Neoliberalen, die sonst immer sagen, Subventionen soll man nicht machen und der Staat soll sich raushalten und nicht regulieren. Die wollen, dass der Staat im Prinzip einen Teil der Löhne bezahlt. Und das finde ich völlig absurd. Das ist so ein bisschen wie, ich glaube, die ist so ein bisschen vergleichbar, glaube ich, mit Wohngeld. Also es ist so ein bisschen, wenn ich bei Konservativen immer höre, dass es um Sozial, also dass ein Problem ist, dass Wohnen zu teuer wird, sagen die immer, naja, aber wir haben doch Wohngeld. Aber die Frage ist doch, wieso will ich mit staatliches Geld zu privaten umverteilen, indem ich sage, naja, gut, dann sind die Mieten halt teurer und dann zahlen wir den Leuten mehr Wohngeld. Dann kann ich doch auch gleich günstige Wohnungen bauen. GMO-Pflanzen, also Gentechnik, so nach dem Motto, wäre gut für den Umweltschutz und es hat ja auch so seine Vorteile. Mhm. Sprecht euch dafür aus? Oder weil eigentlich. Ja, ist schon klar, weil das ist so ein Thema, wo auch in der SPD es verschiedene Meinungen gibt. Ich bin insofern ein Sonderfall, dass ich auf der einen Seite ja ein Umweltmensch bin auch Vorsitzender vom Umweltausschuss hier in Darmstadt, arbeite zu dem Thema sehr viel. Andererseits, was dann viele etwas überrascht, ich grundsätzlich auch eine offene, keine komplett offene, aber eine offene Haltung zur Gentechnik habe. Ich arbeite in der Entwicklungszusammenarbeit und da gibt es schon Möglichkeiten, dass man über Genmanipulation massiv den Ernteertrag steigern kann. Durchaus auch nachhaltig, es muss ja nicht alles so sehr mit Chemie funktionieren und dadurch auch einen Beitrag gegen Welthunger und auch für den Umweltschutz übrigens machen kann. Wir sind seit Jahren dabei oder seit vielen hundert Jahren dabei, nicht nur Pflanzen irgendwie einzusammeln, also Wildpflanzen, sondern auch Kulturpflanzen anzubauen. Das ist eigentlich schon die erste Form der Manipulation. Und dass man beim technologischen Fortschritt noch ein bisschen mehr machen kann, dass alle zu essen haben, dass die Böden am Ende auch weiterhin fruchtbar bleiben, das finde ich in Ordnung. Trotzdem muss man natürlich vorsichtig daran gehen. Man muss forschen, man muss immer schauen, funktioniert das so? Und sobald es irgendwie den Verdacht gibt, dass das nicht funktioniert, auch erstmal einen Cut machen. Ich würde vielleicht auch dazu noch sagen, dass natürlich aber trotz aller Offenheit immer ganz klar sein muss, dass für die Verbraucherinnen und Verbraucher durch eine klare Kennzeichnung eben ersichtlich wird, was ist in meiner Nahrungsmittel drin, sodass quasi die Wahlfreiheit, ob man so ein Produkt dann haben möchte, noch bleibt. Und vielleicht nochmal jetzt mit Verweis auf den schönen Sommer, den wir hatten, der nicht für alle Landwirtinnen und Landwirte so schön war. Auch in Bezug auf Klimawandel werden wir uns halt damit auseinandersetzen, dass unter Umständen halt eben genetisch veränderte Pflanzen da resistenter sind und mit weniger Wasser auskommen, weil wir halt auch uns sicher sein können, dass quasi unser Klima so bleibt, wie es ist. Aber wir können natürlich daran arbeiten, dass es länger so bleibt, wie es ist. Und ich glaube, da geht das Ganze eben schon zusammen. Cannabis ist auch so, geht auch so halbwegs in die Richtung, mehr oder weniger. Auch eine Pflanze, ja, genau. Mehr oder weniger. Deswegen seid ihr als SPD da dafür oder? Also ich glaube, wir haben erstmal auch mit der SPD jetzt in der Regierung, in der Bundesregierung einen großen Schritt dahin gemacht, dass man in der medizinischen Nutzung von Cannabis einen guten Schritt weiter ist. Ich weiß, das ist, ist einfach eine kontroverse Debatte. Also ich würde behaupten, dass es in der SPD aktuell die Jusos sind, glaube ich, für eine Legalisierung von Cannabis. Die SPD Darmstadt auch. Die Parteitagsbeschlüsse. Die SPD Darmstadt auch. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht mal in Modellprojekten tatsächlich versucht, wie es am Ende funktionieren kann. Ob es da jetzt irgendwie, also zumindest, dass man zu einer Entkriminalisierung von Konsumenten bei Cannabis kommt. Weil ich glaube, dass weder eine Staatsanwaltschaft noch eine Polizei was davon hat, wenn sie ich sag mal, einen 25-Jährigen auf einem Fest mit einem halben Gramm Gras erwischt und dann ein Verwaltungsakt in Gang kommt, der am Ende dazu führt, dass man einen Brief bekommt, dass das Verfahren eingestellt wird. Ich weiß nicht, ob das für die Gesamtgesellschaft so von Nutzen ist. Auch absolut dafür und aber auch mit Präventionsprogrammen und sowas dann verbinden, dass man das dann auch verantwortlich konsumiert. Aber ich habe nie verstanden, warum Alkohol, was viel gefährlicher ist, ohne weiteres erlaubt ist und Cannabis nicht. Also ich will nicht Alkohol kriminalisieren, im Gegenteil, aber das andere entkriminalisieren wäre schon mal ein erster Schritt. Was bei rauskommt, wenn man Alkohol kriminalisiert, haben wir ja, glaube ich, zu Genüge gesehen in Mafia-Filmen aus den USA.
Dann findet sich ein anderer Markt. Wird nicht klappen, beim Cannabis sehen wir das ja auch. Dann Ladesäulenverordnung, also ein bisschen E-Mobilität. Mhm. Und zwar, die wurde ja von Sigmar Gabriel. Ja. Ja, 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020. Wir sind noch nicht ganz so weit. Ja, und seit es diese Verordnung gibt, ist natürlich auch die Mindestanforderungen gestiegen, die technischen. Und seitdem werden halt von Privaten auch weniger gebaut. Was macht man da? Nein, es hat mehrere Probleme. Ladesäulen, ja, einige Private bauen es, gerade so IKEA und sowas oder Aldi bei den großen Zentren. Der Staat baut auch insgesamt viel zu wenig. Bei Ladesäulen ist es ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, ohne Ladesäulen wird sich niemand ein Elektroauto kaufen. Aber wenn niemand ein Elektroauto hat, dann gibt es kaum Unternehmen, die auch eine Ladesäule bauen, weil niemand ein Elektroauto hat. Von daher ist es so ein Fall, wo Marktversagen auftritt, insbesondere in Deutschland, wo man ja immer sehr stark auf kurzfristigen Gewinn statt auf langfristiges Wachstum setzt. Und kurzfristig kann man mit der E-Mobilität keinen großen Gewinn machen. Und wo Marktversagen auftritt, muss der Staat eingreifen, regulieren, auch für die Infrastruktur sorgen. Die NTEG hat auch einen ersten Aufschlag gemacht, da kann man dann noch ein bisschen mehr machen. Aber das müssen wir schon tun. Am Ende wird der Strom dann auch verkauft und ich glaube, da kann sich, sage ich mal, der Staat die Investitionskosten auch wieder ein bisschen mit zurückholen, weil die dann wieder an Private zu verscherbeln, die sich jetzt nicht trauen, Ladestationen zu bauen, aber dass die dann die Gewinne einstreichen, das fände ich dann nicht in Ordnung. Tatsächlich ist es aber schon erstaunlich, dass quasi in Hessen keine einzige Großstadt unter den Top Ten in Deutschland ist. Mhm. Ich meine, wir haben die Grünen in dem verantwortlichen Ministerium sitzen in Person von Tarek Al-Wazir und ich hätte mir da, ja, ich glaube sogar auch ehrlicherweise ein bisschen mehr erwartet in der letzten Legislatur. Definitiv. In Darmstadt auch. Also haben auch 400.000 Euro für E-Mobilität beantragt, was nicht so viel ist, sondern als erster Schritt gemeint war, wird alles abgelehnt. Obwohl wir gegen Finanzierungsvorschlag hatten, muss man auch dazu sagen. Nächstes Thema wäre Bildung. Haben wir ja vorhin schon drüber geredet und zwar gibt es an Schulen ja keine Bildung zu Medien oder Informatik etc. Und wollt ihr da was einführen, vor allem da jetzt Landtagswahlen anstehen, also ist ja Landessache, ja, Ländersache. Ja, das ist schon ein Riesenthema. Wir haben auch einen Masterplan Digitalisierung im Wahlprogramm drin stehen, im Bereich Bildung, weil wir da massiv viel machen möchten und ich habe da so ein paar Ideen. Also ich würde auf jeden Fall einen Fachbereich Informatik an jeder Schule versuchen zu installieren, nicht nur um Informatikunterricht zu organisieren, da müssen wir mehr tun, sondern auch, dass andere Lehrkräfte in anderen Fächern Ansprechpartner haben. Kein Unterrichtsfach, wenn es aufs wahre Leben vorbereiten will, wird in Zukunft ohne digitale Anwendungen auskommen. Von daher glaube ich nicht, dass man immer die neueste Hardware an den Schulen braucht und hier nochmal mehr Tablets Schulen mit Tablets zuschmeißen. Aber man muss die Kompetenzen, wie man kompetent mit digitalen Medien umgeht, die muss man in den Schulen etablieren. Und das kann über so einen Fachbereich zum Beispiel funktionieren. Thema Abtreibung. Habt ihr da als SPD oder generell eine Meinung zu? Ja, also ich bin da immer sehr zurückhaltend. Ich, in erster Linie ist das Thema Abtreibung eine Frage der Selbstbestimmung der Frau irgendwie. Und ich glaube, dass wir da in Deutschland eine ordentliche Rechtslage haben, die quasi die ethischen Fragen gegen gut abwiegt. Bei der Debatte um das Werbeverbot für Abtreibung, die ja letztens auch im Gange war, muss ich ganz klar sagen, wenn jemand auf seiner Homepage veröffentlicht, dass er quasi, also eine Frauenärztin beispielsweise, eine Abtreibung durchführt, ist es für mich keine Werbung, sondern eine ganz klare Information über eine ärztliche Leistung in irgendeiner Form. Und wenn die im gesetzlichen Rahmen durchgeführt werden darf und kann, dann kann man das auch auf seiner Homepage schreiben. Ich würde mich aber, wie gesagt, grundsätzlich eher mit Urteilen über die Selbstbestimmung bei Frauen zurückhalten. Ja, kann ich voll unterschreiben. Ich finde, es gibt wenig Ekelhafteres, als wenn irgendwelche älteren, konservativen Männer Frauen so sagen, was sie mit ihrem Körper machen dürfen und müssen. Das fällt unter das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Das betrifft auch nur Frauen. Und von daher liegt die Entscheidung bei der einzelnen Person und nicht bei mir, bei Bijan oder bei dir. Zum Abschluss nochmal, warum sollte man denn euch, die SPD, jetzt wählen? Ich glaube, die SPD in Hessen hat die drei wesentlichen, wichtigen Kernthemen der Menschen erkannt. Das ist kostenlose Bildung, eine gute Mobilität in Stadt und Land und bezahlbarer Wohnraum. Ich glaube, das sind die wichtigsten Themen, die Menschen überall betreffen. Und noch dazu, hier vor Ort haben wir natürlich nochmal zwei Digitalisierungsexperten,
die, glaube ich, auch ja, unsere Zukunft gut gestalten könnten in dem Bereich. Und deswegen, glaube ich, sollte man am 28.10. uns wählen und ja, auch die SPD. Natürlich gibt es noch ein paar andere Gründe, aber ich will jetzt auch nicht das verwässern, was Bijan gesagt hat, weil es er sehr scharf auf den Punkt gebracht hat. Von daher unterstreiche und unterschreibe ich das genauso. Alle müssen wählen gehen. Am 28. Oktober zwischen 8 und 18 Uhr. Oder vorher per Brief. Eins von beiden. Aber auf jeden Fall wählen. Sehr schön. Ciao. Tschüss. Danke fürs Interview zum zweiten Mal. Ein zweites Mal, danke.